herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. Heute geht es um das leidige Thema blaue Briefe. Es ist wieder soweit, es ist Ende April und in den nächsten Tagen werden bei vielen Schülern die blauen Briefe eintrudeln. Doch was muss man darüber eigentlich wissen? Fangen wir an. Erstmal, das Gerücht, was es schon immer gibt, wer keinen blauen Brief bekommt, kann nicht sitzen bleiben. Das ist schlichtweg falsch. Man kann natürlich auch ohne blauen Brief sitzen bleiben. Punkt. Das ist einfach so. Variante 1. Ihr habt auf dem Halbjahreszeugnis schon stehen gehabt, die Versetzung ist gefährdet oder der noch schlimmere Satz, bei gleichbleibenden Leistungen ist die Versetzung ausgeschlossen. Diese beiden auf dem Halbjahreszeugnis sind schon der blaue Brief. Und wenn dann euer Lehrer, in der Regel ist das der Klassenlehrer, der das macht, euch noch einen blauen Brief schickt, dann macht er das, weil der nett ist und weil er euch unterstützen will. Rechtlich muss er das nicht machen. So, warum kommen die blauen Briefe immer Ende April? Die blauen Briefe sollen so geschickt werden, dass es eben noch eine Möglichkeit gibt, diese Leistung zu verbessern. Gibt es Fristen? Nein, Ausrufezeichen, es gibt keine Fristen. Das heißt, der blaue Brief kommt, wenn er kommt. Bekommt man einen blauen Brief eigentlich nur, wenn man in einem, mehreren oder vielen Fächern 5 oder 6 steht? Die Antwort ist nein. Ich habe es auch schon gemacht. Bei Wackelvieren schicke ich auch mal einen blauen Brief raus. Was kann ich tun, wenn ich einen blauen Brief bekommen habe? Also das Erste ist wohl erstmal mit Ihrem Kind reden. Und das Zweite ist dann, sofern es Sinn macht, das Gespräch mit dem jeweiligen Fachlehrer suchen. Und hier ergibt sich dann auch relativ schnell, ob noch etwas zu retten ist oder nicht zu retten ist und woran man arbeiten kann. Meistens wird in den jeweiligen Fächern noch eine Arbeit geschrieben und dann kann man gemeinsam gucken, ob man das noch hinbekommen kann oder nicht. Und ganz am Ende muss man immer sagen, ein blauer Brief ist nicht schön und wenn das Kind am Ende dann sitzen bleibt, dann ist es auch nicht schön. Aber es ist auch nicht mehr. Es ist kein Weltuntergang. Und bitte führen Sie sich immer vor Augen, ob Ihr Kind nach der Schule am Ende dann 39, 40 oder 44 Jahre arbeitet. Ich glaube, das kann man verkraften. Und bitte denken Sie auch immer daran, sitzen bleiben bedeutet scheitern. Und scheitern bedeutet eben auch, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und auch das muss man lernen. Denn nur aus Fehlern und nur aus Misserfolgen lernt man wieder aufzustehen. So, okay? Das war's. So, zum Schluss noch drei Wünsche von mir. Erstens, wenn es euch gefallen hat, dann möchte ich euch bitten, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr was gelernt habt, dann drückt Gefällt mir. Und wenn ihr eine vernünftige Übersicht sucht, dann findet ihr die auf meiner Homepage. Hier seht ihr jetzt www.lehrer-schmidt.de. Okay? Das war's.